Ein herzliches Willkommen, lieber Löwe, zur Taroskoplegung mit Ella. Schön, dass du da bist. Wir haben heute die Legung vom 19. bis 25.11.2018. Das ist eine allgemeine Legung und du ziehst dir das raus, was in deiner Situation hilfreich ist. Wenn es nicht passt, versuch es nicht passend zu machen. Du musst dich schon ansprechen, sonst hilft es dir ja nicht. Ja? Und wichtig, es kann nicht immer für jeden passen, das ist ganz klar. Wir schauen jetzt erstmal, welche Energien von außen auf dich zukommen, was so deine Umwelt dir so an Energie ja entgegenbringt. Von außen haben wir die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe ist der verwundete Krieger, der bis zum letzten Atemzug kämpft. Das ist das, was von außen kommt. Das ist eine starke Energie, auch Feuerenergie. Da ist richtig Power dahinter, aber die Leute um dich herum sind vielleicht auch ein bisschen müde des Kämpfens. Ja, das solltest du beachten. Gucken wir mal, wie sich das für dich auswirkt. Wir gucken mal, wie du dich fühlst in dieser Woche, was dein Wunsch ist, deine Hoffnung und Ängste, was gut ist in dieser Woche für dich, was nicht so gut ist und der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, jetzt haben wir natürlich noch ein zweites Kartendeck. Da schauen wir, was die Energien der einzelnen Wochentage so bringen. Das kann auch variieren. 2 Tage vorher, 2 Tage nachher oder einer. Das ist möglich. Ja? Aber wenn du es in der Legung schon mal gesehen hast, kann es dir auf jeden Fall weiterhelfen. Was ich jetzt noch wissen möchte, ist, wie du dich denn der Umwelt zeigst. Also, welche Energien du in diese Woche mitbringst, lieber Löwe. Da haben wir die Herrscherin. Die Herrscherin ist eine Energie purer Weiblichkeit. Das ist Fruchtbarkeit, das kann auch eine Schwangerschaft bedeuten natürlich, das ist Mutter Natur. Alles, was du jetzt so ja, tust, ist fruchtbar, ist ja erfolgversprechend auch. Ja. Wenn du natürlich nicht schwanger werden möchtest oder eben keine Familie gründen möchtest, dann solltest du jetzt aufpassen. Wir haben die Wochentage Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. Wir beginnen natürlich mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Und da haben wir die 4 der Münzen. Die 4 der Münzen nennt man auch gerne mal die Geizhalskarte, aber die 4 der Münzen heißt auch alles zusammenhalten, an etwas festhalten. Je nachdem kann das gut oder nicht so gut sein. Schauen wir mal. Was ist denn dein Wunsch in dieser Woche? Wir haben das Ass der Schwerter, die reine Wahrheit, alte Zöpfe abschneiden, Dinge, die dir nichts mehr nützen, hinter dir lassen und einen Neustart wagen. Das ist natürlich auch Präsentation, Kommunikation, Sprechen, Schreiben, ja, oder übers Internet, wie auch immer, ja, da ist ein Neustart, den du dir wünschst. Ganz klar, ohne Altlasten. Hoffnung und Ängste, 2 der Kelche. Das ist wohl die Hoffnung, den Seelenpartner oder die Seelenpartnerin zu finden, der an deiner Seite oder die an deiner Seite kämpft. Die Person, die dich begleitet, die dir die Kraft gibt oder auch umgekehrt. Das ist sehr schön. Was ist gut für dich? Wir haben Gerechtigkeit. Ja, es geht darum, fair zu sein, fair zu bleiben, die Dinge ja, für alle angenehm oder so angenehm wie möglich zu gestalten. Dass keiner benachteiligt wird, dass keiner hinten überfällt. Ja, das finde ich eine sehr schöne Einstellung. Nicht gut ist Prinz der Kelche. Romantik ist in dieser Woche entweder nicht gut oder findet nicht statt. Das müssen wir gleich mal schauen. Romantik ist eigentlich was sehr Schönes, aber es könnte sein, dass der Zeitpunkt schlecht gewählt ist. Dass also gerade jetzt andere Dinge im Vordergrund stehen und beachtet werden müssen und Romantik davon ablenken könnte. Der mögliche Ausgang in dieser Woche ist der Stern. Wow! Der Stern ist das Prinzip Hoffnung. Das kann auch den Wassermann zeigen, ist die Wassermannkarte. Oder dass du nach den Sternen greifst. Sehr schön. Schauen wir mal, was die Woche zu bieten hat. Was haben wir am Montag? Wir haben den Page der Münzen. Der Page der Münzen ist kleine Schritte in Sicherheit und Stabilität. Ja, und da
kann es sein, dass es ein neues Projekt gibt, an das du dich heranwagst oder etwas Neues beginnst, was dir finanzielle Sicherheit zum Beispiel beschert, oder dass du vielleicht auch dein eigener Chef wirst. Aber das ist hier noch nicht so deutlich. Das ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Dienstag, da haben wir den Mond. Viele Unbekannte, Geheimnisse, Dinge, die dir noch nicht gewahr sind. Also du weißt noch nicht alles, du kennst noch nicht die kompletten Umstände. Das heißt auch immer aufpassen, schauen, wo es hingehen soll und vielleicht damit rechnen, dass Dinge aufkommen, die wie gesagt nicht bekannt sind, die dir nicht bekannt sind oder Unwegsamkeiten, die sich dazwischen stellen könnten. Man weiß es eben noch nicht. Der Mittwoch. Wir haben den Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter ist Bewegung, Kraft, verbal, sachlich, aber kann auch, ich sag mal, verletzend sein. Da müssen wir schauen, um was es da geht. Dann kann man da mehr zu sagen. Der Donnerstag. Wir haben den Ritter der Münzen. Das ist eine ganz andere Energie. Das ist das genaue Gegenteil vom Ritter der Schwerter. Ritter der Münzen ist eine langsame, aber stetige, erfolgversprechende Energie. Das heißt, wenn du mit Disziplin und Arbeit und Geduld an die Sache herangehst, dann ist der Erfolg garantiert. Aber nicht jetzt. Da braucht es eine gewisse Zeit. Der Freitag. 5 der Münzen. 5 der Münzen heißt, jemand wird ausgegrenzt oder jemand grenzt sich selber aus. Da steht jemand außen vor. Warum auch immer. Das müssen wir herausfinden. Der Samstag, die Welt. Da hast du deinen Neubeginn. Ein alter Zyklus ist beendet. Du kannst einen Neustart wagen, ob privat oder beruflich. Und dann haben wir noch die 10 der Münzen. Das ist sehr, 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 sehr vielversprechend. 10 der Münzen ist Stabilität und Sicherheit, sowohl privat als beruflich. Gibt natürlich den finanziellen Background, um da wirklich auch gut leben zu können. Das klingt sehr verlockend. Gucken wir jetzt erstmal nochmal, was du in deiner Karte, wie du dich fühlst, ja, mit den 4 der Münzen, was es da auf sich hat. Ritter der Stäbe. Das könntest du sein, als leidenschaftlicher Löwe, gehst ein neues Projekt an, bist leidenschaftlich dabei. Dabei ist immer zu beachten, dass der Ritter der Stäbe seinen Ehrgeiz und seine Euphorie schnell verlieren kann. Der Gehängte. Und das ist gut. Der Gehängte bedeutet zwar Stagnation, also Stillstand, aber auch die Möglichkeit nachzudenken, zu überlegen, wie man das gewinnbringend einsetzen kann. Die Perspektive wechseln, anschauen, wie das Gegenüber denkt, wie die anderen über die Sache oder das Projekt, je nachdem, was du vorhast, denken. Denn du hast ja den Wunsch, etwas Neues zu beginnen mit dem Ass der Schwerter. Und da geht es auch um Gerechtigkeit, fair zu bleiben. Und natürlich den Grundstein zu legen für ein wunderschönes Zuhause, für Familie, für Sicherheit, für ein glückliches Zuhause. Ja, das ist der Hintergrund dazu. Und dazu fehlt dir natürlich noch, oder vielleicht nicht unbedingt bei jedem, der oder die Partnerin, da geht es um Vergangenheit. Vielleicht jemand aus der Vergangenheit, den du als deinen Seelenpartner siehst und den du wieder treffen möchtest oder mit dem du eine Zukunft haben möchtest. Und wir haben das Rad des Schicksals. Das sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier Gerechtigkeit, gut für dich, Ass der Stäbe, Leidenschaft und den Magier. Wow, du kannst das, was du dir wünschst oder die Person, die du dir wünschst, in deine Gegenwart holen. Das ist karmisch und das, ja, wird sich wohl so ereignen, wenn es nicht vielleicht schon passiert ist. Nicht gut für dich ist Romantik. Da haben wir das Gericht. Und da haben wir das Ass der Schwerter. Möglicherweise gilt es da, romantische Offerten, die du vielleicht in andere Richtungen getätigt hast, mit dem Schwert der Wahrheit zu beenden. Fair zu sein. Menschen in deiner Umgebung oder, ich sag mal, Liebeleien
zu sagen, so, ich bin jetzt auf der Suche nach etwas Festem, zum Beispiel. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ausgang ist ja der Stern. Und da haben wir die Mäßigkeit. Das ist die Schützekarte, Ausgewogenheit und den Ballast abzuwerfen bzw. alte Verletzungen. Und das schaffst du nur, indem du da langsam, aber stetig dran arbeitest. Gefühle lassen sich nicht von heute auf morgen einfach unterbinden. Wenn du verletzt bist, musst du warten, bis deine Gefühle geheilt sind. Gucken wir jetzt nach den Wochentagen. Wir haben den Montag, das ist der Page der Münzen. Und da haben wir die 8 der Schwerter gefangen im eigenen Gedankenkarussell. Und die 7 der Schwerter. Du möchtest nicht, dass man das von außen sieht, dass du dir eine Menge Gedanken machst. Ja? Du möchtest stark da stehen, du möchtest ja, das nicht zeigen, dass du gefühlsmäßig oder gedanklich anderweitig beschäftigt bist. Da sind zu viele Unbekannte. König der Stäbe könnte deine Energie sein oder ein anderes Feuerzeichen und die Arbeit. Es geht darum zu wählen, was ist deine Aufgabe, was ist deine Berufung, was hast du erreicht und wo willst du hin? Diese kleine Münze bedeutet, du sollst dich entscheiden, welches Projekt willst du angehen, wo möchtest du hin? Dann haben wir den Ritter der Schwerter. Das ist natürlich auch so eine Brachialgewalt, die dann vielleicht auch mit der Faust auf den Tisch schaut oder ihre Gefühle zeigt. Die Liebenden. Ich könnte mir vorstellen, dass du deinem Gegenüber vielleicht aus der Vergangenheit ja einfach sagst, was du fühlst. Das ist mutig. Das ist sehr, 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 sehr mutig. Finde ich toll. Wenn du das machst, finde ich das grandios. Wie gesagt, das ist natürlich deine Entscheidung. Donnerstag, Ritter der Münzen. Du möchtest stetig und diszipliniert an etwas arbeiten. Und das ist möglicherweise die Familie, die Partnerschaft, das Haus, was du dir wünschst, ne? Das Familienleben. Und damit begibst du dich in ruhigere Gewässer. Könnte bedeuten, dass du in eine andere Stadt ziehst, den Job wechselst, was auch immer. Das, wie gesagt, muss nicht für jeden zutreffen. Das sind vielleicht auch nur Einzelne. Am Freitag ziehst du dich möglicherweise raus. Du jonglierst noch, du weißt noch nicht genau. Es gibt zu viele Angebote. Und deswegen suchst du die Ruhe, um darüber nachzudenken. Das ist vernünftig. Das ist sehr, sehr vernünftig. Und am Samstag hast du dann deine Lösung. Ja, du weißt, wo es hingehen soll. Du hast gewählt. Und du arbeitest daran. Mit deinem Bauchgefühl, das ist gut. Dein Bauchgefühl ist wichtig, das ist für jeden wichtig, egal wer das ist. Jedes Sternzeichen, ne, muss daran arbeiten, die Intuition zu schulen, damit man eben auf sich selber hört. Denn das bringt dir ja auch Erfolg mit den 10 der Münzen. Es geht voran. Der Wagen, eine Erfolgskarte. Du musst natürlich den Wagen lenken. Und vielleicht ist es sogar die Selbstständigkeit mit den 9 der Münzen. Also sieht sehr, sehr vielversprechend aus, lieber Löwe. Sei dir aber dessen bewusst, dass das nicht mal eben so kommt und so passiert, sondern dass du da eine Menge Arbeit und auch Liebe reinstecken musst. Sowohl in die Beziehung natürlich, als auch in deine berufliche Weiterentwicklung. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Dafür, wofür du brennst, ja, dafür wirst du auch viel mehr Energie aufbringen und viel mehr Liebe als für etwas, was du ungerne tust. Aber das ist auch für alle so. Wir haben die erste Orakelkarte Bedauern. Ich weiß, dass ich die Vergangenheit nicht ändern kann. Die Vergangenheit kannst du auch nicht ändern, aber die Zukunft kannst du ändern oder die Bestimmung. Ja? Und wir haben heilendes Herz. Du bist eine starke Heilerin, ein starker Heiler. Mach weiter mit deiner großartigen Arbeit. Einmal heilst du dich selbst und wenn du einer Person natürlich sagst, wie sehr du sie liebst, heilst du vielleicht auch jemand anderen. Das klingt ganz grandios. Ich finde das toll. Ja? Du hast natürlich auch Hindernisse. Du hast auch Schwierigkeiten. Du hast ja auch Probleme damit, die Dinge offen zu zeigen. Vielleicht hast du auch Probleme damit, das zu verbergen. Ja? Dass es dir nicht gut geht. Dass du das nicht magst. Ja? Und du machst dir Gedanken darüber, wo es lang gehen kann. Und hier zeigst du deine Liebe. Ne? Und das ist vielleicht auch spontan ein Impuls. Da geht es dann in Sicherheit, Stabilität, familiär, möglicherweise auch zusammenziehen
Und dann haben wir hier die Gedanken, wie es weitergehen soll. Und hier haben wir die Entscheidung und den Neubeginn. Und das ist es, woran du arbeitest. Das ist nicht diese Woche einfach so plopp da. Das ist das, woran du arbeitest, wo du hin willst. Und das finde ich sehr, sehr gut. Lieber Löwe, wenn dir das ein bisschen weitergeholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und natürlich bin ich gespannt auf die Kommentare, inwieweit das für dich passt. Ich wünsche dir alles Liebe, viel Erfolg und natürlich auch deinen Seelengefährten oder deine Seelengefährtin. Bis nächste Woche. Tschüss.